Zweckentfremdung eines Interviews. Sie möchten den Diktator Nordkoreas in die Luft jagen, mit einer Bombe am Handgelenk. Ist dieser Filmausschnitt schuld am größten Skandal, mit dem sich das Medienjahr 2014 verabschiedet? Die Filmkomödie The Interview wird nicht in die Kinos kommen. Nach dem Hack des Films hatte der Konzern Sony Angst, Zielscheibe von Attentaten zu werden. Ein enormer wirtschaftlicher Schaden, denn es geht um viel mehr als nur um die Kosten eines Films. Die Schäden lassen sich schwer einschätzen. Wir haben so ein paar akute Schäden natürlich durch die Filme, die jetzt ins Internet geraten sind und auch durch die Rechtsverfahren, die jetzt natürlich sofort anhängig sind. Aber die strategischen Langzeitschäden sind natürlich viel gravierender. Diese Image-Schäden, wer jetzt noch mit Sony arbeiten will, nachdem er da beleidigt wurde zum Beispiel, oder wer jetzt irgendwie die Verträge von Sony einsehen kann in der Konkurrenz und da dann entsprechend subversiv arbeiten kann, erkennen kann, wie die arbeiten, das kriegen die nächsten Jahre nicht wieder aufgeholt. Hacker legten Ende November den IT-Betrieb von Sony flach. Es geht um interne E-Mails, Produktionskosten und Firmendaten. Mehrere noch nicht angelaufene Filme wurden ins Netz gestellt. Auch die erste Fassung des Drehbuchs zum nächsten Bond-Film. Bond. James Bond. Es gibt Interna über den Präsidenten der USA und von tausenden Mitarbeitern ebenso wie von Filmstars. Das ist schon ein bisschen ein historischer Vorfall, weil halt wahnsinnig viele Daten abgegriffen wurden, die eigentlich auch alle eine relativ hohe Sensibilität haben, die also eigentlich besser hätten gesichert sein müssen. 100 Terabyte Daten, das sind also mehrere zigtausend DVDs an Daten voll mit allen möglichen Informationen, auch die Telefonnummern der Stars und so weiter. Und das sind also wieder mal Leaks, die uns wieder mal über Jahre beschäftigen könnten und die von daher natürlich auch über Jahre den Sony-Konzern beschäftigen können mit Klagen und allem Möglichen und den unter Umständen damit in die Knie zwingen könnten. Der Film The Interview ist von Sony mittlerweile zurückgezogen worden. Eine Terrorgruppe namens Guardians of Peace hatte mit Anschlägen gedroht, falls die brachiale Komödie ins Kino kommen sollte. Ein Angriff aus Nordkorea, am Ende von Kim Jong-un persönlich angezettelt? Ja, wer dahinter steckt, weiß man natürlich nicht genau. Das ist so ein Kollektiv, das heißt Guardians of Peace. Aber das könnten im Moment noch alle möglichen sein. Wie gesagt, war der Angriff sehr, sehr einfach in dem Fall. Das heißt, man muss also nicht davon ausgehen, dass man da ein sehr hohes Entwicklerniveau haben muss bei den Angreifern. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es Nordkorea ist. Das würde nicht passen zu dem Verhalten, das die normalerweise in diesem Feld haben. Das ist ja eine sehr grobe Eskalation tatsächlich auch, wo man dann auch mit groben Antworten rechnen müsste. Das kann sich Nordkorea eigentlich nicht leisten im Moment. Und es sieht für mich mehr danach aus, als wären das irgendwelche Kleinkriminellen, vielleicht auch die Besitzer von solchen illegalen Tauschbörsen, die mal gucken wollten, ob sie bei Sony irgendwo reinkommen und dann Glück hatten und halt gleich alles bekommen haben. Ja, also es sieht sehr nach einem etwas amateurhaften Angreifer aus, der jetzt mal ein bisschen rumprobiert, was er da machen kann. Terrorwarnung nach einem Kinofilm. Die USA sprechen von einem Angriff auf die nationale Sicherheit. Zu Recht. Die Gruppe an sich ist jetzt erstmal nicht so ernst zu nehmen. Auch diese Drohung, dass die da ein Cyber 9-11 anrichten wollen, ist eigentlich erstmal ein ziemlicher Unsinn. Das halte ich für reines Aufgepluster. Aber der Schaden für Sony ist natürlich trotzdem da und auch nicht mehr wegzudiskutieren. Alles andere als perfekt für Sony. 40 Millionen hat The Interview gekostet. Die sind erstmal weg. Ob wir wohl jemals den Film sehen werden? Naja, jetzt warte ich halt auf die DVD.